Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Tja. Oh, ist die Welt, oh, Kevin alleine zu Hause oder was? Kevin alleine zu Hause, ja, ich würde dem Kevin einfach Danke sagen für dieses Rückgrat. Kann man ja über ihn denken, wie man will. Eine saubere Entscheidung, saubere Konsequenzen. Da könnten sich andere noch ein Beispiel dran nehmen. Also über CDU, CSU brauchen wir ja gar nicht zu reden. Von Dobrindt bis Scheuer hat nie jemand so ein Rückgrat gehabt. Aber auch in der momentanen Regierung ist da noch Luft nach oben. Ja, nun war natürlich Kevin Kühnert nicht Teil einer Regierung, aber er hat ihnen gezeigt, wie man es machen muss, wenn man merkt, dass man es nicht packt mehr. Und wenn Ja. der Kevin aus gesundheitlichen Gründen die Kraft nicht mehr hat, dann ist es nur allzu richtig, dass man die Partei freistellt und sagt, ihr müsst es ohne mich machen, mit mir wird das sowieso nichts mehr. Ich muss erst mal wieder gesund Respekt. werden und danach habe ich andere Pläne wahrscheinlich, ja. Respekt, nein, der Kevin hat meinen vollsten Respekt. Das ist ein sehr honoriger, authentischer Schritt. Ich sage mal, vom Typ her war der immer authentisch bis jetzt, kann man anders nicht sagen. Und wenn er dann die Konsequenzen so zieht, dann können wir ja mal über Strack-Watzinger und wie noch so ein paar andere Pappnasen heißen, auch im Kabinett nachdenken. Jetzt wäre es vielleicht noch an der Zeit, all die, die die Koalitionsvereinbarung nicht ordentlich umsetzen, und jetzt rattert bei mir eine ganze Liste runter, mal zu fragen, wie Sie es denn halten mit Ihrer Authentizität und mit Ihren Versprechungen, die Sie den Wählern gemacht haben. Ja. Ja, ich kann nicht sagen, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Wenn diejenigen, die ausgeben, es nicht so packen, dass Geld übrig bleibt für das, was an Investitionen erforderlich ist, das Ja. kann es nicht sein. Ja, das ist wahr. Also ich bin ja heute auch in der Presse wieder von einer Ohnmacht in die nächste gefallen. Da diese BDI-Chefin, diese, glaube Tanja Gönner oder wie die heißt, die erzählt doch im Prinzip eine ganze Liste an Maßnahmen, die getroffen werden müssten, ganz, ganz dringend, ja, die alle der Schuldenbremse unterliegen. Und auf die Frage, ob wir dann jetzt nicht die Schuldenbremse abschaffen sollten, sagt sie nö. Ich kann verstehen, dass die nö sagt, da gäbe es andere Möglichkeiten. Die haben das ja selber mit erfunden, aber wenn die jetzt immerhin verstehen, dass das Mist war, was sie da erfunden haben, dann wird es aber auch höchste Zeit, dass die anderen das mitgehen, gerade auch die Opposition, mal ein bisschen mehr wirtschaftliches Verständnis zeigt als dieses oberflächliche Betriebswirtschaftsgebabbel und Gebrabbel von der schwarzen Null. Ich bin auch mehr als enttäuscht. Wir bekommen als normaler Bürger, mehr sind wir ja hier eigentlich nicht, wir sind ja keine politischen Spitzenleute, Nee. wir kriegen nicht erklärt, was es denn ausmachen würde, wenn wir zum Beispiel ein Sondervermögen, also besondere Kredite, zum Beispiel Ja, nur für die ja. Sanierung der Autobahnbrücken, Ja. nur für die Schieneninfrastruktur, nur für egal was, ja, Krankenhäuser, Pflege. was es die späteren Generationen dann wirklich kosten würde, ob das wirklich so immense Schulden sind oder ob die sich nicht mit der Zeit im Verhältnis zu dem Geld, was in den Staat reinkommt, stark verringern. Das soll mir doch einfach mal einer vorrechnen. Genau, Macht das war. keiner. Würde das einer machen, dann würde ganz klar, dass dieses Argument, wir dürfen unseren nachfolgenden Generationen keine Schulden hinterlassen, das würde sich auflösen in nichts. Nee, bei Das der. ist doch seit 1949, wir wurden doch Schulden gemacht. Die haben dazu geführt, dass wir einen Wohlstand entwickeln konnten und nicht Ja, die nächste natürlich. Generation abbezahlen Natürlich. musste. Ich Ja, finde immer es eins ist einfach der besten, hirnrissig. der lustigsten Beispiele, die ich da erlebt habe, war ein Gespräch zwischen dem damaligen Oberbürgermeister von Ludwigshafen und dem damaligen Oberbürgermeister von Zweibrücken. Und der Ludwigshäfner fing auf einmal an zu jammern, der immer dickere Steuereinnahmen hatte über die BASF. Es ginge ihm so schlecht, er müsste jetzt einen Kredit aufnehmen. Und dann guckte der Zweibrücker Oberbürgermeister ihn unverständlich an und sag mal, wir in Zweibrücken hatten schon Schulden, da gab es Ludwigshafen überhaupt noch nicht. Und genau das bringt eigentlich auf den Punkt, wobei es geht, ja. Also wenn eine Niedrigzinspolitik dann dem Staat auch noch das Geld zur Verfügung stellt, eigentlich für umsonst, zu Nicht behaupten. für umsonst. Sie hätten weniger zurückzahlen müssen, als sie geholt haben. Genau. Es gab ja Negativzinsen in der Zeit. Also
Ja, da fehlt es der Politik wirklich am volkswirtschaftlichen Verständnis auf der ganzen Linie. Das ist erbärmlich. Da Vielleicht war können wir auch noch Merkel mal. sozusagen die schwäbische Hausfrau, womit Ja. ich jede schwäbische Hausfrau beleidigen würde. Ja? Wir müssen auch Boah. in dem Zusammenhang über die Pflegeversicherung noch mal kurz reflektieren, weil es natürlich so ist, dass auch die Pflegeversicherung genauso wie die Rentenversicherung herangezogen wird zu allen möglichen Leistungen, die sie nicht zu verantworten und auch nicht zu bezahlen hat. Ja? Und auch da gilt, diese, ich sag mal, versicherungsfremden Kosten haben nichts in der Pflegeversicherung zu suchen. Da müssen Steuergelder herangezogen werden, um das auszugleichen. Das kann man nicht einfach dem Beitragszahler in der Kranken- und Pflegeversicherung überlassen. Das ist eine Politik, die zwar Bismarck angefangen hat, aber die dadurch nicht besser wird. Was mir in dem Zusammenhang der aktuellen Diskussion aufgefallen ist, es sollen ja wieder oder es müssen ja wohl mehr Beiträge rein, beziehungsweise es muss zugeschossen werden. Also es ist nicht mehr genügend Geld in der Kasse. Februar ist die Kasse erstmal leer, was ja erstmal nicht viel heißt. Dann muss irgendwer kommen und nachschießen. So. Aber wer schießt denn nach? Wer Naja. bezahlt eigentlich die ganzen Altenheime, also die Plätze in den Altenheimen? Wer bezahlt die? Wo kommt das Geld dafür her? Erstens. Und zweitens, wer belegt sie? Ja. Drittens, wer zahlt nicht dafür? Ja. Sondern nur, wenn er drinnen sitzt, die laufenden Kosten, die jemand mit einer kleinen Rente, die nahe an der Grundsicherung ist, nicht aufbringen kann und sich zu Hause pflegen lässt. Ja. Wodurch wiederum jemand nicht mehr voll ganztags berufstätig sein kann und dadurch weniger Einnahmen hat, Ja. weniger Steuern zahlt, weniger Sozial, bla 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 blub, ja? Ja. Wer sitzt da? Wer ist Nutznießer all dieser Plätze? Ja. Die Ärmeren, die nicht so viel Geld habenden, die eigentlichen Beitragszahler oder sind das die Privaten? Eher die Privaten, die sich da. Ja. Also ich glaube, dass dein Ansatz mit dem Privaten nicht ganz verkehrt ist, aber auch nicht ausgeblendet werden darf, dass es natürlich so ist, dass diejenigen, die durch diese höheren Kosten in der Pflege dann in die Grundsicherung fallen, auch dann die Kommunen dazu zwingen, höhere Beiträge zu leisten, höhere Kosten zu übernehmen, nicht in der Sozialversicherung, sondern in dem Sozialleistungsbereich. In dem Sozialgeldbereich, Sozialhilfebereich, dann erklären sich diese 700.000 mehr Sozialhilfeempfänger, Grundsicherungsempfänger bei den Rentnern ganz schnell. Wenn du eine Kostensteigerung hast in der Pflege von 35%, dann macht sich der Bund einen schlanken Fuß und sagt, naja, Kommunen, bezahl du jetzt mal, was da in der Pflege mehr gebraucht wird. Und die Kommunen ächzen und jammern natürlich auch. Das geht auch nicht, ja. Natürlich geht das nicht, aber unterm Strich ist die reine Meldung, wie sie heute durch die Presse geht, hat sich verdoppelt die Zahl Ja, der ja, in der Grundsicherung. Eine ganz schlimme, weil es heißt, es sind mehr arme Rentner da. Nein, es ist doch nur die Bemessungsgrenze angehoben werden, es fallen mehr rein. Auch diejenigen, die kurz drunter sind, unter der höheren ja. Grenze. Das bedeutet lediglich, dass mehr Leute berechtigt sind, dass natürlich die Kommunen da freigestellt werden müssen von den Kosten. Das ist ganz klar, das ist die nächste Geschichte. Aber sie sind deshalb nicht ärmer, die Rentner, sondern selbst die, die vorher schon drinne waren, haben jetzt mehr Geld oder Anspruch Also auf mehr Geld. ich glaube, Rudi, zu dem Thema Rente müssen wir insgesamt nochmal auch eine eigene Sendung machen. Also da müssen wir uns mal intensiv damit auseinandersetzen, wie funktioniert dieses System überhaupt und warum funktioniert es oder warum funktioniert es nicht. Im Moment ist natürlich auch ein großes Halali der privaten Versicherungen da, die mal wieder an die Töpfe wollen und die sich da bedienen wollen. Ich meine, Lindner ist ja ganz vorne mit dabei, die Aktienrente zu propagieren Ja, als das mit den Gutscheinen. Universallösungsmittel ist natürlich Unsinn. Da muss ich dann mit Gauland halten und sagen, was der Lindner da mit der Aktienrente vorhat, ist ein Fliegenschiss. Ja. Weil das, so viel gibt die Rentenversicherung in 2 Tagen aus, was die im Jahr einnehmen. Also, Ja. das muss ich Sorry. überlegen. Das ist doch hirnrissig. Das sind 0,5%. Ja. Ja. Nee. Naja, egal. Gut. Gut, also Thema rufen wir auf jeden Fall nochmal auf, Rudi. Für heute sind wir, glaube ich, mal War aber inhaltlich lange auch durch wieder hier, du. Ja. durch. Genau.
Wie jeder, der Lust hat, nicht vergessen, abonnieren. Wir möchten die Woche gern noch die 100 knacken. Wenn ihr uns dabei helft, sind wir nicht unglücklich. Im Gegenteil. Wenn einer nachweisen kann, dass er der 100. Abonnent war, der kriegt von mir eine Flasche Cremant. Das ist super.